Ein einfaches Kinderspiel kann manchmal ein Leben verändern. Mitsumura Kishiro verlor bei einer Unachtsamkeit im Spiel beide Arme. Als ich in der zweiten Klasse Volksschule war, kletterte ich auf den Hochspannungsturm und verlor meine Arme nach einem elektrischen Schlag. Vor der Schulzeit wollte ich immer Maler werden und ich malte sehr viel. So arbeitete ich auch nach meinem unglücklichen Unfall weiter. Er konnte seine Fähigkeiten bei einem bekannten japanischen Künstler verbessern und 1965 erhielt er ein Stipendium der Vereinigung der Mund- und Fußmalenden Künstler. Hier fand er seine künstlerische Heimat. Als ich in der dritten Klasse Highschool war, meldete ich mich an. Es ist mühevoll, als Mensch ohne Arme oder mit einer schweren Behinderung mit dem Mund oder mit dem Fuß malen zu müssen. Diese Organisation ist wie eine große Vereinigung mit dem Gefühl für Gemeinschaft, wo Kameraden sich gegenseitig aufmuntern. Das gibt viel Kraft zum Weiterarbeiten. Ich bin sehr dankbar dafür. Eine Dankbarkeit, die man jedem Werk förmlich ansieht, das er mit seinem Mund schafft. Mitsumura modelliert seine Gemälde mit feinstem Punkt- und Strichanlagen. Er fand den Weg von der japanischen Tradition zu seiner eigenen malerischen Artistik. Ich mag die Landschaft, den Menschen und das Stillleben. Aber der Großteil meiner Arbeit ist die Landschaft. Nur selten gönnt er sich eine Auszeit mit Freunden. Mitsumura Kishiro malt fast jeden Tag von morgens bis abends. Denn er sieht sich der Vereinigung als Mitglied verpflichtet. Ich glaube selbst, dass ich gute Bilder malen muss. Und ich bekomme verschiedene Unterstützungen. Unsere Beziehung kann zum Ausdruck gebracht werden als gemeinsame Existenz, gemeinsames Gedeihen. Dank dieser sehr guten gemeinschaftlichen Beziehung kann ich heute leben.